Ruby? Ruby? Wach auf! Mami? Mami! Wir haben eine neue Mitschülerin. Ich bin Ruby Baker. Vorher war ich an der Shady Lane in San Fernando. Warum bist du hier? Durch einen Unfall. Stell dir vor, das Unvorstellbare passiert. Wohin gehst du? Wem vertraust du? Seid ihr bereit für Malibu? Soviel ich weiß, kennt ihr die Glasses schon. Sie waren früher unsere Nachbarn. Ich kenne sie mein Leben lang. Deine Eltern haben sie nach reiflicher Überlegung für euch ausgesucht. Wir sind da, um euch zu verwöhnen. Doch in diesem perfekten Haus. Aber wenigstens bin ich kein geldgieriger Hasardeur und leih mir eine $1 Million von irgendwelchen Geldhaien. Die inzwischen abgezahlt sind! Gibt es Geheimnisse, die sie nicht durchschaut? Mit den Leuten, die Vormundschaft über uns haben, stimmt irgendwas nicht. Ich habe dein Telefonat gehört. Du meinst, du hast gelauscht? Verdächtigungen, die sie nicht mehr loslassen. Ich bin nie allein. Sie beobachten mich auf Schritt und Tritt. Unter der perfekten Oberfläche. Ich habe eine neue Einnahmequelle, ein dickes Privatsparschwein. Als wir uns nach der Beerdigung unterhielten, da sagten sie, dass mehr als genug da wäre. Und wie viel wäre das? $4 Millionen. Verbirgt sich das perfekte Verbrechen. Sie klaut dir was aus deinem Apothekerschrank, diese depressive 16-Jährige. Und logischerweise begeht sie Selbstmord. Wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten, Mr. Glass. Wo sind die Kinder? Ich hätte euch gleich am ersten Tag hier reinstecken sollen. Irgendwann müssen sie schlafen, auch Wächter sind mal nicht wach. Ruby? Schnall dich an! Du und Red, ihr gehört mir.